Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen zu Kiksa spielt Minecraft, dem Let's Play von Niederrhein in dem Beginn des Bauernhauses. Also, ja, was hältst du davon? Ich meine, ich hätte dich ja jetzt reingebeten, aber nee, da haben wir schlechte Erfahrung mit. Was denn? Material wäre nicht schlecht. Ich finde so ein bisschen eine Decke hier, ein paar Holzstämme. Da sind noch welche, aber nicht so viele. Was machst du da? Ja, ist klar. Wenn du sonst keine Ahnung hast, verteil einfach mal ein bisschen Holz. Ich brauche Material. Ich brauche Holz, ich brauche Eisen, ich brauche Birken. Wir laufen einfach mal los. Wissen zwar noch nicht wohin, aber da gehen wir schon mal hin, da gehen wir hin. Da hinten ist doch einiges an Holz. Lass uns doch da mal ein bisschen spontan den Wald lichten. Da habe ich sogar dunkle Bäume reingepflanzt. Ja, ist Mischkultur. Nachhaltig angebaut hier, oder? Angepflanzt. Auch gut. Ja, ist ja gut. Sag doch nicht immer Arschloch zu mir. Tut mir auch weh. Mann. Immer diese gespaltenen Persönlichkeiten hier. Ups. Ja. Der Vorteil ist, man ist nie allein, oder? Der Nachteil ist, man ist auch nie allein. Okay. Ja, was denn? Erna? Erna? Ihr habt sie auch gehört, oder? Also ich meine, ich bilde mir ja schon mal Stimmen ein, aber doch kein Geschnatter. Da, Erna, lang nicht mehr gesehen, trotzdem wiedererkannt. Wie geht's dir? Oh, Schatz, zeigst du mir die kalte Schulter oder was? Du kommst einfach in den Ofen, dann wird die Schulter auch warm. Keine Sorge, kriegen wir hin. Nein, machen wir nicht, ne? So gehen wir doch nicht mit unseren Tieren hier um. Obwohl... Wie sieht die Hungerleiste aus? Ah, alles gut. Ich habe ja noch ein paar Ofenkartoffeln. So. Das nehmen wir mit. Müssen wir natürlich wieder alles wieder nachhaltigkeitswegen anpflanzen und nachwachsen lassen hier. Wobei hier ist die Frage, ob wir nicht ein bisschen Terraform auch noch müssen. Ja, eventuell, vielleicht, wenn wir da gerade Zeit zu haben, Lust zu haben. Ob wir da Lust zu haben? Ja, wissen wir jetzt noch nicht. Schauen wir mal. Bringt alles nichts, muss getan werden. Ne? Du kannst ja nicht einfach hier nur alles machen, was dir gefällt. Dann kommst du nie, wirst du nie fertig. So, da ist so ein Schaf. Das nehmen wir mit, das nehmen wir. Ja, ich komme nicht durch, ich passe nicht durch. Hallo? Ach so. Ja, manchmal muss man auch mal nach oben gucken. So, genau, ich guck nach oben, kriege ich gleich einen Knacken im Nacken. So, okay, wieder runter. Wie viele Handschirme haben wir denn jetzt? Oh nein, das war ein großer. Das war keine gute Idee. Ist egal, jetzt haben wir angefangen. Das muss weg. Gucken. Haben wir jetzt, haben wir wahrscheinlich keine Erde dabei. Gerüste haben wir nach wie vor noch nicht. Ich war immer noch nicht hier im Dschungel, weil ich keinen gefunden habe. Ja, ist so. Manchmal ist man halt zu doof zum Finden. Ich weiß nicht, ob es euch besser geht, bei mir. Diesbezüglich habe ich in diesem Let's Play hier noch echt kein Glück gehabt. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Ist die Frage, sollen wir uns vielleicht wirklich mal wieder auf die Suche machen? Einfach mal nur, damit wir nicht arbeiten müssen? Nein, machen wir nicht, oder? Oder doch? Ich überlege noch, ich ringe noch mit mir. Also ich ringe mit ihm und er ringt mit mir. Also das eine ich mit dem anderen ich. Ja, so. Das nehmen wir mal eben hier mit. Ich war gerade spontan in der Gegend, habe ich gedacht, ich forme mich mal ein bisschen terramäßig. So war das nicht geplant. Okay, dann da wieder rein, das wieder mitnehmen. Hier müssen wir vielleicht wirklich ein bisschen Absturz sichern. Vielleicht mal ein Schild aufstellen. Achtung, Grube. So, aber das war gar nicht das Ziel. Wo ist denn jetzt hier der... Die Sonne geht wieder unter? Die Sonne geht unter? Nein, noch nicht. Quatsch. Kommst du auf so eine Idee. Hier war doch jetzt einer der großen Bäume. Da irgendwo. Da ist er. Ja. Steht da drum rum und sagt nichts, ne? Ja, ist klar. Komm.
Hier, ich weiß, man soll mit Pflanzen reden. Ich hau dir aufs Maul! Ich weiß nicht, ob das das Richtige war. Nein. Man soll liebevoll mit Pflanzen reden. Du Sausack! Oh, haust jetzt hier ab! Definiere liebevoll. Oh. Ja, wie war das? Kleine Sünden bestrafte liebe Gott sofort. Ja, alles. Da. Ist hier noch irgendwo Holz drin? Seht ihr was? Sehe ich was? Ich sehe hier nichts. Warum haust du da noch drauf rum? Weil mir der Rat danach ist, das Anti-Stress-Therapie. Hau drauf! Naja, besser auf das Laub als auf was anderes, ne? Wobei das nicht gerade zum Vorteil für die Axt ist. Oh, ein Apfel. So. Also Setzlinge haben wir genug, Äpfel haben wir genug. Es wird dunkel, ne? Hm. Okay, das bringt alles nichts. Ich muss hier wieder runter. Das haben wir aber trotzdem eben ein. Das nehmen wir alles mit. So, da liegt auch noch ein bisschen was. Den Rest können wir gleich einsammeln, wenn wir ausgeruht sind. Ja, genau. Wir hauen uns mal eben kurz auf. Oh, warte, warte. Birkensetzling nehmen wir mit. Schicken wir mit. Wie sieht's bei euch aus? Alle müde? Nee, habe ich mir fast gedacht. Warum frage ich auch? So eine dumme Frage. Könnte ich genauso gut meine Kinder fragen. Hm? Ob die wissen, wo die Sachen sind, die sie verlegt haben. Nee, wissen wir nicht. Und von hier aus sieht es schön aus. Ein bisschen mit Abendrot im Hintergrund. Okay. Hier muss auf jeden Fall noch was passieren. Ein bisschen Beleuchtung. Genau, beim Schlafen gehen braucht man keine Beleuchtung. Ne? Ich überlege gerade, ich muss zum Arbeiten ja irgendwie hier vernünftig rauf und runter. Warte mal, wir haben doch ganz viele von den Stöcken dabei. Da machen wir uns mal ein paar. Ja, was machst du denn da? So viele Leitern brauchen wir gar nicht. Guck mal, das sollte eigentlich reichen. So. Wenn ich da oben noch einen draufsetze. Ja, manchmal will man einen nochmal oben draufsetzen, genau. Und dann kann da noch ein Stück Leiter dran. Ich muss mich mal eben vorbeugen. Danke. Und dann. Oh, da hinten schweben Setzlinge. Eben aufpassen. Du musst dahin. Der war ja super gesetzt. Wie hast du das denn hingekriegt? Meiner Herren, du bist so blöd zum gerade ausbauen. Okay. Reiß dich zusammen. Du kannst das. Ich weiß das. Muss aber manchmal noch unter Beweis stellen. Wenn man die richtigen Tasten drückt, ne, läuft man noch komischerweise in die richtige Richtung. Ja, klingt komisch, ist aber so. Och, das ist nicht dein Ernst. Doch, ich hau einfach mal daneben. Nee, will ich aber nicht. Ich will jetzt gerade ausbauen. Wir wollen jetzt hier... Was? Hat sich da jemand bewegt? Nein, hat sich keiner bewegt. Okay, hier hat sich auch keiner zu bewegen. Wenn ich sage, ihr seid still, dann seid ihr still und nicht hier rumbewegen, ne? Ja, wäre zwar das erste Mal im Leben, dass irgendjemand auf mich hört, aber okay. Können wir ja mal versuchen, ne? Na, komm. Ganz so schlimm ist es doch nicht, oder? Nein, es ist hier wirklich ganz viel schlimmer. Okay. Aber das ist nichts für das Let's Play hier. So, 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 so. Hier funktioniert alles wunderbar, herrlich, wie am Schnürchen. Bin ich denn dumm, so als ob. So. Da muss noch eins hin, da muss noch eins hin und da und da. Da. Ja. Das ist unser typischer Baustil, ne? Wir sollten den echt mal verändern. Der wird langsam langweilig, oder? Aber nicht beim Bauernhaus. Das Bauernhaus wird noch, ich würde eher sagen, traditionell. Da müssen wir ja nichts Hochmodernes hinsetzen. Das vielleicht auf der anderen Seite, da hinten, auf den Hügeln oder Plateau oder so ein Haus am Strand. Das wäre vielleicht was für... Oh. Dachlos? Nee, halt, stopp, das ist Fichte. Ja, ich habe die ernsthafte Befürchtung, ich muss nochmal da hinten hin. So, hallo, bitte da einmal runtergehen, danke. Die kann hier bleiben. Ach, da hat die. Genau, pass auf. Das sollte zumindest für
das, was ich jetzt vorhabe, noch reichen. Ja, das kriegen wir hin. So. Ich bin gerade überlegen, sind wir eigentlich schon in diese Richtung über die Wüste hinausgegangen? Also da sind wir einmal hingelangt. Oh! Achso, das ist der Händler. Der macht sich gerade vom Acker. Tschüss! Ich meine, der wenigstens noch Tschüss sagen können, oder? Okay, ich habe zwar nichts bei ihm gekauft, aber trotzdem. Sich so langlos, klanglos auf und davon machen? Nicht die nette Art, oder? Naja, okay. Habt ihr überhaupt schon mal jemals was bei dem gekauft? Also ich kann mich da nicht so ernsthaft dran erinnern. So richtig gute Angebote hat er meistens nicht, oder? Oh, hört er nicht, oder? Er hört nicht zu, ne? Er ist schon weit weg. Okay. So, wir sammeln jetzt die Setzlinge da hinten ein und dann überlege ich trotzdem, ob ich mal einmal da hinten hinlaufe. Also vielleicht in der nächsten Folge. Warte, die ist noch gar nicht vorbei hier. Du kannst dir doch nicht überall schon Gedanken über die nächste Folge machen, wenn du noch nicht weißt, was mit dieser hier ist. Ich kann es nicht glauben. Einfach dazwischen quatschen. Gibt ja gar nicht hier. Man hat hier echt nicht seine Ruhe. Na? So. Wo waren hier noch Setzlinge? Hier waren noch Setzlinge. Warte, warte, den nehmen wir mit. So. Okay. Da ist aber ein buschiger Baum hier, oder? Ja. Er hat ein bisschen mehr Haarwuchsmittel abbekommen als die anderen. Da ist noch einer hinter. Mann, ist das ein dichtes Buschwerk hier. So. Okay. Wie gesagt, wir müssen gleich wieder neue anpflanzen hier. Aber erst müssen wir noch ein bisschen was wegnehmen. Wir haben ja einige Setzlinge eingesammelt, die können wir ja direkt wieder hier platzieren. Das machen wir auch. Am besten, wenn wir jetzt hier ein bisschen gelichtet haben. So. Und da müssen wir uns wohl auch noch ein bisschen was Gedanken zu machen, wie wir hier wirklich rein und raus wollen, ob wir da überhaupt rein und raus wollen, ob wir das einfach zumachen. Können wir einen vernünftigen Weg hier einfach so einmal um die Scheune herum machen. Außerdem ist das hier immer ein Nest für ja, irgendwelche Nachtgestalten, oder? Dum, 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 dum. Wer hat sich dieses Lied ausgesucht? Das kriegst du doch nie wieder aus dem Kopf. Dum, dum. Außerdem heißt das Lied Rainbow Forest. Ich habe hier keinen Regenwald. Nein, das ist ein Mischwald, der sich gerade ausmischt. Den ich aufmische. Oh. Ist da unten eigentlich auch noch? Ja, da ist unten auch noch. Das war aber jetzt nicht unsere Herausforderung. Dum, dum, dum. Warum das Lied Rainbow Forest heißt, ist, entzieht sich aber allerdings meiner Kenntnis. Oh, das Testdach ist ja auch noch da hinten. Ja, könnte ich auch mal wieder abbauen, ne? Könnte ich tun, muss ich aber nicht. So, wie sieht es jetzt hier aus? Geht das ganze Laub hier mal weg oder muss ich wirklich alles abholzen? Kann doch nicht sein, oder? Ja, komm, machen wir den Stack hier eben voll. Ja, jetzt ist er voll. Hier ist noch ein bisschen. Hier kann es noch dünner werden. Was? Du kannst noch dünner werden? Ja, dann nimm doch mal was ab. Mach doch mal mehr Sport. Ich mache hier gerade Sport. Weißt du nicht, wie anstrengend das ist, auf der rechten Seite die Maus andauernd hin und her zu bewegen, die linke Seite die Tastatur ständig gedrückt zu halten? Das kann richtig in die Knochen gehen. Ist klar. Okay. Ja. Wie war das? Wir hatten ein bisschen was an Erde dabei. Überlegen wir mal kurz, ob wir hier ein bisschen was angleichen. So, das, das, das. Dann wird die Fläche hier vielleicht ein bisschen größer. So, so, so. Da noch? Wie viel haben wir noch? 22, komm. Machen wir noch eine Reihe. Was soll der Geiz? Wenn wir keine mehr haben, da hinten ist noch Erde. Da bauen wir mal wieder was Neues ab. So, 8 Stück haben wir noch. Guck mal. Sieht schon nicht mehr so nach Stolperfalle aus, oder? Jetzt das. Oh,
41 Eichensetzlinge. Ganz so viele möchte ich hier eigentlich gar nicht setzen, oder? Da setzen wir einen hin und da setzen wir einen hin und da nicht. Das hier möchte ich, glaube ich, terraformmäßig runterholen, damit das hier sich ein bisschen angleicht. Machen wir da einen hin, komm. Was soll der Geist? Dann kommen die noch hier irgendwo da, da und da, da mitten rein, statt nur. Und dann haben wir von denen hier, also ich setze noch keine 42 Einzelzellen hin, ne? Nee, das, nicht wirklich. Hm, hier müssen wir vielleicht einen Weg mal bauen, dass wir da durch können. Du hau mal eben schon rein. So, hier ist noch ein bisschen Platz, da kann auch einer hin. Da und, ja komm, was soll der jetzt machen? Da oben einer auch drauf und da und hier und dort und, ach was, wenn du einmal dran bist, hau rein. Doch, da sind noch mehr Setzlinge. Ich wollte die loswerden. Ich wollte nicht neue dazu kaufen. Sammeln. Ups, machen wir hier an. Oh. Hey. Hallo? Freund von Basti? Das war ja sehr effektiv. So. Wie viel haben wir noch? 20 Stück. Komm, hau rein. Die setzen wir jetzt noch hier. Ach ja, da war ein Tunneleingang. Dem haust du dir gerade zu, ne? Den findest du nie wiederfinden hier in diesem Wald. Ist egal. So. Ja, da unten möchte ich eigentlich gar keine Bäume mehr hinsetzen, aber komm, wird toll, der Geiz. Da nochmal und hier noch und da noch und jetzt haben wir immer noch 11 Stück. Da noch. Ja, komm, es bringt alles nichts. Bevor ich die jetzt wirklich mit nach Hause schleppe, da noch einer. Und jetzt, Ende. Seht ihr? Die Folge neigt sich tatsächlich hier Ende. Ich überziehe schon. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Holz sammeln, damit ich endlich diese Decke hier oben hinkriege. Naja. Ich glaube, wir machen da noch ein Thumbnail von 1, 2, 3 Fotos oder so für die Folge. Ich weiß noch nicht, wie die Folge heißt. Aber hey, kann ich mir noch alles einfallen lassen, ne? In diesem Sinne, schöne Grüße vom Niederrhein und Chips mit Yps. So, jetzt lege ich mich hin und dann überlegen wir uns mal, was wir in der nächsten Folge machen. Die Decke hier? Ich glaube, ich mache tatsächlich was anderes. Bis dann. Tschüss.